Herzlich willkommen zum nächsten Schlemmergemein-Video und hier geht es dieses Mal um Brötchen und zwar um Mostbrötchen, römische Mostbrötchen. Wie die zu machen sind, das seht ihr in diesem Video. So, 500 Gramm Mehl habe ich jetzt hier schon mal parat gestellt. Zu dem Mehl geben wir jetzt einmal 250 Milliliter weißen Traubensaft. 50 Gramm Schmalz, alles schön verflüssigt, damit sich besser aufteilen kann. Dann noch einen halben Teelöffel Anis, könntest direkt gemahlen nehmen, und ein Viertel Teelöffel Kümmel. Des Weiteren geben wir 50 Gramm geriebenen Käse hinzu und das Ganze mengen wir jetzt gut durch. Solltet aufpassen, dass natürlich der Schmalz nicht zu heiß ist. Bei dem Schmalz habe ich jetzt pflanzlichen Schmalz verwendet. Ich hoffe mal, dass das jetzt keinen allzu großen Unterschied macht, da ich mich jetzt eigentlich darauf eingestellt hatte, es vegetarisch zu halten. Daher der pflanzliche Schmalz ist natürlich jetzt, tierische Schmalz ist natürlich authentischer, was das angeht. Optional könnt ihr noch Hefe mit reinmachen. Das wird jetzt in den modernen Rezepten so, ja, mit reingeschrieben. Ist natürlich in der Antike nicht wirklich da gewesen. Also ich mache jetzt hier sozusagen die authentischere Variante. Denn in der Antike war der Traubensaft an sich das einzige Treibmittel, ähnlich wie beim Legionärsbrot. Der Teig. Ja, eine leichte Mostnote hat er natürlich. Ist ein richtig schöner, nicht klebender Klumpen. So, das Ganze decke ich jetzt zu. Und ja, mit Hefe lasst es eine halbe Stunde gehen. Hier ist jetzt keine Hefe drin, das heißt, ich werde es ein bisschen länger gehen lassen. Ich vermute mal nicht, dass der Weintraubensaft jetzt so viel Treibwirkung hat, dass er richtig aufgeht. Aber einfach mal ein bisschen ruhen lassen, ein bisschen Zeit geben. In dem römischen Rezept wird das natürlich nicht erwähnt, aber ja, wir probieren es einfach mal. So, der Teig ist jetzt soweit fertig. Jetzt habe ich ihn hier knapp über 2 Stunden ruhen lassen. So, dann machen wir jetzt eine kleine Wurst und schneiden Brötchen daraus, beziehungsweise erstmal so kleine Teiglinge. So, bei mir sind es jetzt 6 geworden. Und die verarbeiten wir jetzt zu kleinen runden Bällen. So, wenn wir die soweit haben, dann schneiden wir die oben ein, beziehungsweise ich mache es über Kreuz. So, auf die Lorbeerblätter packen wir den kleinen Teigling. Das machen wir jetzt mit jedem so. Gibt natürlich ein bisschen Geschmack. Früher hat man das noch ein bisschen aus anderen Gründen gemacht. Zumindest, das zeige ich euch mal in einem anderen Video, weil das habe ich auch noch vor. Weil hier ist es jetzt erstmal reine Geschmacksgabe. Und so ein bisschen Geschmack gibt es ja schon, wenn so ein schönes würziges Lorbeerblatt unter so einem kleinen Brötchen liegt und dann gebacken wird. Und so geht das Ganze jetzt in den Ofen und zwar bei 200 Grad für 20 Minuten. So, da sind die guten Stücken. Mit der Backzeit, das hat ein bisschen länger gedauert, weil ich vermute auch mal durch das Schmalz sind sie auch ein bisschen, ja, feuchter noch. Ich habe jetzt ungefähr, ja, zwischen 30 und 40 Minuten habe ich es backen lassen. Also ich habe die volle 20 Minuten gebacken. Dann habe ich nochmal auf 180 Grad reduziert und dann nochmal 5 Minuten backen lassen. Hat mir immer noch nicht gereicht. Dann habe ich nochmal 10 Minuten backen lassen, um dann letztlich ja, bei 150 Grad nochmal so eine Ausbackstufe zu erreichen. Und jetzt gefallen sie mir langsam. Sind halt immer noch ein bisschen. Also sind jetzt nicht so knusprig, wie man es jetzt von normalen, ich sag mal, heutigen Bäckerbrötchen kennt. Haben halt noch relativ viel Feuchtigkeit. Jetzt schneiden wir mal eins durch, da mal reingucken zu können. Und ja, die sind mir, also ich muss sagen, wirklich relativ feucht. Aber es ist kein Teig mehr. Es ist schon. Tja, das sind die guten Stücke. Also vom Geruch her erinnern sie mich sehr an Weihnachtsgebäck. Natürlich durch das Anis, klar. Also sehr, sehr würzig.
meine auch, dass der Most ein bisschen durchkommt. Ja, aber probieren geht immer, ne? Das muss, es ist Essen, es muss im Mund. Die haben was. Das ist klar durch den Traubensaft oder Most, je nachdem, was ihr halt verwendet, gibt es halt nochmal so eine süße Note. Das finde ich sehr angenehm. Und dieses Würzige, das harmoniert richtig damit. Und klar, durch diese viele Flüssigkeit da drin, ne, es ist so ein bisschen, ja, es ist jetzt nicht so ein fluffiger Teig. Ich vermute mal, wenn man jetzt Hefe reinmacht, dann geht er natürlich ein bisschen besser auf, dann wird er fluffiger, klar. Dann ist er nicht ganz so hart. Ich habe jetzt, wie gesagt, die ursprüngliche Variante genommen. Aber echt nicht schlecht. Also definitiv ein Rezept, was ich empfehlen kann, nachzumachen. Wie gesagt, selbst wenn man auf heutige Hefe zurückgreift, dann ist es relativ schnell gemacht. Und man kann es auch unterwegs machen. Also, wie gesagt, es gibt noch eine Lagermöglichkeit, wie man die zubereiten kann. Darauf komme ich auch nochmal irgendwann, gehe ich auch nochmal drauf ein. Und eigentlich die Mostbrötchen eignen sich perfekt dafür. Von daher, ich glaube, das werde ich mal mit denen machen. Ah, die sind einfach toll. Dann habe ich morgen auf der Arbeit auf jeden Fall was zum Schnapulieren. Wunderbar. Ausgeschrieben werden diese Brötchen übrigens auch als Beilage. Also kann man auf jeden Fall zu irgendwas dazu essen. Ja, mittlerweile geht's. Mittlerweile kann man es in der Hand nehmen. Soll wohl ganz gut zu Fleischgerichten passen. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, ehrlich gesagt. Und ja, aber ansonsten, ja, Suppen jetzt kann ich mir jetzt nicht unbedingt durch diese feste Konsistenz, also nicht die ursprüngliche Variante, kann ich mir jetzt nicht so viel kosten. Obwohl doch. Also doch, eigentlich deftige Suppen kann ich mir auch vorstellen vom Geschmack her. Aber wie gesagt, es wird als Beilage ausgeschrieben, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass die halt auch wirklich dementsprechend viel auch verwendet wurde. Und ja, also da haben die Römer auf jeden Fall was Gutes hingekriegt. Und wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Nicht unbedingt bei den Römern, ich weiß noch nicht genau, was es geben wird, aber lasst euch überraschen, ich lasse mich genauso überraschen. Wir sehen uns bis dann, euer Schlemmergemahl. Ciao.